Hallihallo YouTube und herzlich willkommen bei Knockover Gaming. Hier ist wieder mal euer Homie für euch und heute gibt es eine Runde Call of Duty MW3 auf der Map Aground Suchen und Zerstören und spielt von ja, unseren Clan-Mitgliedern Count und Rustfox. Und ja, ich dachte mir eigentlich nichts dabei. Ich habe einfach mal wieder durch unsere Online-Speicher gesappt und habe dabei beim Eike, also beim Count, Entschuldigung, das hier gefunden. Und dann dachte ich mir, das guckst du dir mal an. Und da kam wirklich dieses wunderschöne Suchen- und Zerstören-Spiel hier. 2 gegen 2 dabei raus. Und ja, warum mache ich das heute hier auf so einer 2 gegen 2 Map? Weil ich das wirklich extrem schade finde, dass die so selten gespielt werden. Weil die bringen so einen Spaß, dieses 2 gegen 2, 3 gegen 3. Also, ich habe das auch mal eine Zeit lang richtig oft gespielt hier, diese Face-Off-Maps, und wirklich war, also mir machen die unglaublich viel Spaß. Und deswegen finde ich es wirklich extrem schade, wirklich extrem schade, dass die Maps eigentlich so selten gespielt werden. Weil die sind eigentlich recht schön, die Maps hier. Vor allen Dingen Aground gefällt mir eigentlich ganz gut. Wobei die andere hier, die Ruine, die gefällt mir eigentlich noch besser. Und also die Map hat eigentlich alles, was man braucht. Er hat Höhen, Tiefen hier, ein bisschen Versteck, eine offene Mitte, so dass man nicht allzu gut campen kann. Also campen ist ja eigentlich nicht, oder zumindest nicht viel, sag ich mal. Und deswegen gefallen mir die Maps eigentlich. Ja, wie gesagt, deswegen verstehe ich nicht, warum die bei der Community so unbeliebt sind. Also, wenn ihr mal zufällig mit uns spielen wollt oder mit mir auch hier so eine Face-Off-Map, ich bin dabei, also ohne Scheiß, ich bin der Erste, der hier schreit, yo, hier bin ich, lass ich sofort alles stehen und liegen. Und dann geht's los. Gut. Und, ja. Ich hab leider auch noch nicht, ich hab hier dieses und das, also, die Maps, die zwei hat ja jeder sowieso, ne, hier die Ruine und der Crown. Und dann gab's ja noch das Pack, wo zwei weitere dazu kamen. Das habe ich, und dann kam ja auch in einem Erweiterungspaket noch von dem Call of Duty MW3 noch 2 oder 3 weitere Face-Off-Maps. Das habe ich mir dann aber leider nicht mehr geholt. Kam ich irgendwie nicht mehr dazu, ja. Und aber wie gesagt, die hier, die würden mir auch völlig reichen, sag ich mal. Und die bringen halt wirklich Abwechslung rein, sag ich mal, zum schnöden Alltag eines Call of Duty-Spielers. Die bringen Abwechslung. Das ist meine Meinung ganz einfach. Wenn du wirklich zwei Kumpels hast, die sagen, jo, klar, warum nicht, dann spielt das einfach mal. Das macht wirklich eine Menge Spaß, weil hier kann man dann auch halt mal zu zweit und zu dritt zeigen, wie gut man dann ist. Oder wie schlecht in manchen Fällen, aber gut. Weil zu zweit oder zu dritt ist das nämlich schon ein Unterschied, als wenn man ein 5- oder 6-Mann-Team hinter sich hat, die dann halt auch ein bisschen was abfangen und so. Und wie gesagt, es bringt Abwechslung, es macht Spaß. Ich finde es extrem schade, dass das nicht gespielt wird. Und deswegen mein Tipp und Rat an euch für dieses kurze 3 Minuten 47 Gameplay. Ich weiß gar nicht, was ich so schnell alles erzählen soll. Spielt die Face-Off-Maps, wenn ihr es noch nicht getan habt im MW3. Ja, danke nochmal an Count und Rustfox. Und damit sage ich schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Homie.